Das ist die womöglich letzte Chance, nochmal realistisch zu punkten. Das ist womöglich die letzte realistische Chance, nochmal zu punkten. Klingt besser, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Grand Prix 4. Wie sieht aus? Stark, mittel, leichter Regen und das bei einer Wahrscheinlichkeit von unter 25%. Alle drei Varianten. Die Reifen, die härteren. Die da, die Kontrolle, die Reifen, die härteren, tanken und raus. USGP Countdown. Saab. Also gibt's noch keinen Countdown für Jeff, der über den Wassereimer fällt. Fertig. Ich bin sehr gespannt, was das hier werden wird. Zu Saisonbeginn war ich nicht überzeugt, dass wir bei den Rennen mit den langen Geraden gut abschneiden werden. Ging besser als gedacht. Ich hoffe, das wird sich auch hier wieder bestätigen, dass wir hier ganz gut zu Rande kommen. Denn die Gerade des Vollgasstück ist leider nicht lang von der in Anführungszeichen letzten Kurve eben bis zur ersten. Ist ja beinahe schief gegangen, aber eben auch nur beinahe. Schubber, schubber der Unterboden, aber nicht so schlimm wie in Spa. Und 20 Sachen kriegen wir offenbar nicht hin. Das war zu spät gebremst. Wir bleiben auf der Strecke. Ich schätze mal, wir werden Erste sein. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme. Etwas zu weit in die Kurve gefahren. Sieben unterboten. Leider nein. Bestzeitkurs. Was sind das denn für eine Kupplung hinter der Turbine? Zeig's nochmal kurz. Eine Sternwarte oder so?
Jetzt da das dicke runde Ding da hinten. Wasserspeicher? Wasserturm eher nicht. Würde ich jetzt mal so frech sagen. Ohne irgendeinen Hintergrund zu haben. Minimal die Bestzeit verbessert. Gar nicht auf die Zwischenzeit, Sektor 1 geguckt. Langsamer. 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 Kiesbett. Oh. Sieht heute eher aus wie eine graue Maus. Wir sind ja immer noch Erster, fällt mir gerade auf. Oh, vielleicht will er uns da verdrängen. Das BMW Williams, das kann gut sein. Das wird sehr wahrscheinlich so der Fall sein. Ein bisschen schneller. Schaffen wir es unter die 55er Marke? Ne, noch nicht. Der BMW Williams überholt jetzt. Was Dunkles ist der Teamkollege. McLaren Mercedes überholt doch niemals so einfach. Vielleicht langsamer. Der Teamkollege ist es. Was wird das für eine Randschneidmitnahme? Der Teamkollege im Weg misst. Minardi berührt sich, aber auch nur im Training. Er stand halt im Weg, der Teamkollege.
Das gibt auf jeden Fall keine Bestzeit mehr. Von der 3 in die 1. So schnell wie bisher noch gar nicht im ersten Sektor. Mist. Nochmal die Bestzeit verbessert. Auch im zweiten Sektor. Wir sind mittlerweile Zweiter. 1-12 sollte es jetzt auf jeden Fall werden. Und wieder Erster. Viel Zeit verloren. Unter 55 Sekunden die letzten Runde gewesen. Und wir sind immer noch Erster, sehr schön. Strahlend blau der Himmel ist das. Keine. Okay, da hinten ist eine Marke. Und da hinten rechts auch. Und wir sind immer noch Erster, wenn das mal kein Zeichen ist fürs Rennen. Einen Sieg haben wir schon mit BRR. Mit Minardi, ich finde das Podium. Im Nachhinein ärgert sich natürlich nochmal umso mehr, dass das in Frankreich nichts wurde. Mit dem zweiten Platz, denn das wäre aktuell der Platz vor Jaguar, eben mit diesem Ergebnis. Aber das Podium mit Minardi, das war schon unfassbar genial. Und wir stehen nach wie vor auf der 1. Unter Bodenabnutzung vorne links wegen der Steilkurve ganz schön hoch.
Einen Geschwindigkeitsabfall hatten wir, glaube ich, hier, oder habe ich zumindest noch nicht wahrgenommen. Nun gut, dann wird's gleich ganz schön ernst. Also, für mich gleich, war euch in der nächsten Folge und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.